Herzlich willkommen bei Stimme des Gläubigen. Heute wieder mal mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um den Richterstuhl Christi. Viele Menschen tun sich ganz fest beschäftigen mit der Trübsal, mit dem tausendjährigen Reich. Was kommt in Zukunft? Aber was viele Leute nicht machen ist, was macht eigentlich der Christ? Der Christ, der von neuem geborene Christ, er wird entrückt. Und zwar vor der Trübsal. Wir sind Prä-Trübsal. Wir glauben, dass den Herrn die Gemeinde holen kommt. Aber was ist danach? Was passiert mit der Gemeinde, wenn sie einmal entrückt wurde? In der Welt ist die Trübsal, es geht richtig zu und her, es geht richtig los. Die Menschen sind vollkommen ängstlich und das zu Recht, weil sie kriegen Heuschrecken, Skorpione, die sie stechen. Sie werden getötet von irgendwelchen Engeln. Aber was passiert zur gleichen Zeit im Himmel? Und so in 2. Korinther 5, Vers 20 steht, oder Entschuldigung, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, als sei gut oder böse. Und so die Gemeinde wird entrückt. Und die Gemeinde ist dann im Himmel. Und ich mache das in blau. Und im Himmel haben wir einen Richterstuhl Christi. Wir haben einen Richterstuhl Christi. Und jeder von neuem geborener Christ wird an diesem Richterstuhl, ganz klar, kriegt er ein Gericht. Und dieses Gericht passiert, währenddem hier die Trübsal ist. Jeder von neuem geborener Christ muss hier antraben vor Gott. Und alles, was er gemacht hat, wird einmal dort angeschaut werden. Wie hast du gelebt? Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Und ganz speziell, und da möchte ich zu 1. Korinther 3 kommen, ganz speziell, was wird ganz genau angeschaut? Und das ist, was heute Christen nicht gerne hören. Für neugeborene Christen oftmals, sie leben nicht mehr mit dem Herrn. Und die Frage ist, Sie sagen, was bringt mir das? Na, ich sag dir, was es dir bringt. Irgendwann wirst du hier vor den Richterstuhl Christi kommen. Vor den Richterstuhl. Und da wird gefragt, was hast du gemacht bei Leibesleben? Und das ist 2. Korinther 5, Vers 20. Und was wird gerichtet? Na, lass uns das hier hinmachen. Was wird dann genau gerichtet? Was wird gerichtet? Und so, das ist die große Frage, die sich viele Menschen stellen. Was wird ganz genau gerichtet? Und das sehen wir in 1. Korinther. In 1. Korinther Kapitel 3. Und ich möchte, dass man, oder ihr seht den Text eingeblendet in 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So wie aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden, der Tag wird es klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Nun, in 1. Korinther 3, Vers 11 bis Vers, man kann sagen, 14 oder 15, wird von drei Dingen gesprochen, oder eigentlich von sechs. Das eine ist Gold, Silber und Edelsteine. Und das andere sind Holz, Heu und Stoppeln. Nach einer alten Lutherbibel. Und das ist, was ein Mensch erreichen kann. Entweder er kriegt Gold, Silber, Edelstein oder Holz, Heu, Stoppeln. Und das kann er sich in dieser Zeit, in diesen Jahren, wo er als von neuem geborener Christ lebt, kann er sich das aneignen. Und was ist Gold? Gold steht für Göttlichkeit in der Bibel. Und eigentlich steht Gold alles, was du direkt für den Herrn tust. Alles, was du für Gott tust. Also wir können hier einen Strich machen. Alles, was du für Gott tust, gib dir Gold.
Das heißt, wenn du den Zehnten, wenn du auf den Herrn hörst, wenn du den Zehnten gibst, wenn du Dinge nur für den Herrn tust, ganz direkt, ohne dass es bekannt gemacht wird, danach bekommst du Gold. Nun, für was steht Edelsteine? Edelsteine stehen für Seelen. Es steht in Sprüche 11, Vers 30, dass ein Mensch weise ist, der Seelen gewinnt. Wenn du Seelen gewinnst, kannst du dir ganz direkt Edelsteine zugeben. Und Silber steht für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eigentlich, wie du es behandelst. Wenn du ein Mensch bist, der das alte Wort braucht, der darauf hört, der nach dem Wort lebt, dann bist du jemand, der Silber bekommt. Nun, du sagst, was ist der Unterschied und was kann man bekommen, wenn man nicht gut lebt? Man kriegt Holz, Heu, Schuppen. Alle drei, sechs Dinge gehen durchs Feuer. Nur der Unterschied ist, diese Dinge vergehen. Sie sind weg. Ein Mensch kann nicht verloren gehen. Die meisten Leute verstehen diese Stelle nicht richtig. Sie haben das Gefühl, wenn man durchs Feuer geht, dass man dann in die Hölle geht. Das hat mit der Hölle nichts zu tun, sondern es hat mit einem Ofen zu tun im Himmel, vor dem Richterstuhl Christi, wo ein Mensch, wenn er Holz, Heu und Stoppeln, das heißt, er hat nicht für den Herrn gearbeitet, er hat im Fleisch gehandelt. Das sind Dinge, die er sich anhäuft und die vergehen. Wann vergehen sie? Im Himmel. Und alles, was übrig bleibt, sind Gold, Silber, Edelsteine. Das sind die Belohnungen, die ein Mensch tun kann. Und das ist das, was die Bibel dann nennt, dass man mit diesen Belohnungen hier mit dem Herrn regiert. Regiert mit Jesus. Und zwar im tausendjährigen Reich. Und das steht geschrieben in 2. Timotheus. Und dann kommt und schlagt auf oder schaut es nach in 2. Timotheus, Kapitel 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11. Das ist hier gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. So wenn ein Mensch jetzt Gold, Silber, Edelsteine und das auch bleibt und er kriegt Kronen, auch Kronen sind, wenn man eine Krone kann man gewinnen, für Seelen gewinnen und Nachsorge geben, dann tut man mit dem Herrn regieren, man tut herrschen. Warum? Weil man jetzt gewisse Opfer bringt, weil man für ihn lebt. Und genau das ist, von was niemand spricht. Der Richterstuhl Christi, das ist ein Geheimnis. Niemand will davon reden. Alle Menschen möchten reden. Oh, was kommt auf uns zu? Aber sie möchten nicht reden über das, was da steht. Warum nicht? Ganz einfach, weil es geht ganz persönlich auf dich zu. Und so, ich möchte dir raten, tu unseren Kanal abonnieren, Punkt 1. Komme auf unsere Webseite, stimmedesgläubigen.de. Hör dir unseren Podcast an. Komm in unsere Gemeinde. Wir haben eine Gemeinde in Polheim, Pastor Kenneth Murphy. Wir haben eine Gemeinde bei uns hier in Steinhausen-Führermoos. Und ich kann dir nur empfehlen, dass wir sind Teil von der Bibelbaptistenbewegung. Das heißt, wir glauben an die alte Luther. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir verherrlichen den Herrn, nicht uns selbst. Und Punkt 3 ist, wir gewinnen Seelen. Wenn du möchtest wissen, wie man Seelen gewinnt, wie man anhand von Gottes Wort lebt und wie man Dinge für den Herrn direkt tun kann, dann empfehle ich dir, ruf uns an oder e-maile uns, wir sind gerne für dich da. Wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen und wir wünschen dir eine gesegnete Woche.